Du schaffst das, hörst du? Und danach beginnt für uns beide ein neues Leben. Das fängt in diesem Moment an. Also dann? Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Jetzt lauf doch nicht weg, Mensch! Sorry, aber das war so absurd. Ja, passiert. Ist sie doof zum Laufen? Bitte lassen Sie das! Begleitung gefällig? Zieh die blöden Dinger doch endlich aus. Das ist gar nicht so einfach. Ist okay. So, das reicht, das reicht. Vielen Dank. Es kann wirklich jedem mal passieren. Außerdem, das hat fast keiner gesehen. Das haben alle gesehen. Ich habe mich in meinem Leben noch nie so blamiert. Und David, hast du gesehen, wie der sich abgerollt hat vor Lachen? Das war so furchtbar. Jetzt mach doch nicht so ein Theater. Das ist nur ein Kratzer. Jetzt halt doch mal still. Mach ihn nicht an auf Cowboy. Warum hat eigentlich niemand im richtigen Moment eine Kamera dabei? Das ist nicht lustig, Papa. Dir hätte was passieren können. Mir ist nichts passiert. Und wenn du eine Gehirnerschütterung hast? Na, das würde ich ja wohl merken. Ich hab dir davon Olli erzählt, aus meiner WG. Der hat sich auch nichts dabei gedacht. Und 2 Wochen später lag er im Krankenhaus und wäre fast gestorben. Na, vielen Dank. Bist ja sehr aufbauend. Papa, ich mein's ernst. Du musst zu einem Arzt. Lydia hat recht. Jemand sollte sich das mal ansehen. Fahr dich ins Krankenhaus. Ja, das muss doch nicht sein, oder? Okay, ich lasse euch dann mal besser. Brauchst du noch meine Hilfe? Ich schaff das schon. Es muss wirklich nicht sein mit dem Krankenhaus, ne? Blut ist wie Sau. Warum bist du überhaupt anders? Danke. Natürlich war es ein Kampf. Und ich habe auch zigmal gedacht, ich packe meine Sachen und gehe wieder. Aber dafür war ich dann doch zu stolz. Ich wollte den Zug unbedingt durchstehen. Und du hast es geschafft. Jetzt bist du wieder hier, in deinem Zuhause. Und bei dir? Ja.
Ich hol schnell deine Koffer. Du kannst ja schon mal nach oben gehen. Ich bin gleich bei dir. Also, ich fand's sehr schön. Ich wünschte, ich könnte selbst so spielen. Nimmst du deine Braut als deine Frau? Ja. Ja, ich will. Damit erkläre ich sie bei der Kraft meines Amtes zu Mann und Frau. Du bist eine kleine, miese Schlampe, die es nie lernen wird, die Finger von meinem Mann zu lassen. Jana! Was, Jana? Weißt du, was diese Idiotin gemacht hat? Sie hat mit ihrem scheiß Stoff bei der Hannes umgebracht. Ich gehe in die Klinik. Ich sterbe vor Angst, aber noch mehr Angst habe ich davor, immer weiter Menschen um mich herum ins Unglück zu reißen. Hey, du bist ja immer noch hier. Ja, ich weiß ja jetzt auch noch gar nicht, was für ein Zimmer ich habe. Tja, dann lass dich mal überraschen. Justus hat mir zumindest versprochen, es ganz besonders schön für dich herrichten zu lassen. Komm, ich zeig's dir. Die haben mir nur geraten, dass ich heute mal die Füße stillhalten soll. Dafür werde ich schon sorgen. Ich werde den gesamten Bootsteg mit Schaumstoff auslegen. Dann wird mir das in Zukunft nicht mehr passieren. Das ist nicht lustig, Papa. Sie hätte sonst was passieren können. Pass auf, also Katja und ich, wir wollten uns keinen schönen Nachmittag machen. Sie brauchte von mir die Bankbürgschaft für ihre neue Wohnung. Mir hat ihr Anblick schon wieder gereicht. Sag mal, wie soll das in Zukunft laufen? Willst du immer abhauen, wenn du Mama und mich zusammen siehst? Ich liebe deine Mutter und ich werde sie in dieser Situation nicht hängen lassen, egal was vorher passiert ist. Hey, ich übernehme Verantwortung. Aber ich fand es sehr schön, dass ihr euch für einen Moment zusammengerauft habt. Ich konnte sie ja schlecht in ihrem Zustand ins Wasser springen lassen, ne? Zumindest habt ihr wieder miteinander geredet. Das war ein Ausnahmezustand, Papa. Lydia, wir sind eine Familie. Das kannst du nicht vergessen. Was Mama betrifft, kann ich das. Sarah! Hey, schön, dass du wieder da bist. Hallo. Ich freue mich, dich zu sehen. Danke, das ist so lieb von dir. Wann bist du denn angekommen und wie geht's dir? Vielleicht sollten wir erst mal was essen gehen. Sarah kann uns ja dann alles erzählen. Nein, ich möchte mich erst mal entschuldigen. Für mein Verhalten der Familie gegenüber. Ich habe dich nur belogen. Und dabei warst du immer für mich da und wolltest mir nur helfen. Und dass Elisabeth mich vom Schloss geworfen hat, das war absolut berechtigt. Vor allem nach dem, wie ich sie behandelt habe. Das ist mir jetzt erst richtig klar geworden. Ja, anscheinend hat die Therapie angeschlagen. Willkommen zu Hause. Na, sieh mal einer an. Unser Schlossgespenst ist wieder da. Hab schon eine Leibesvisitation durchgeführt. Ansgar, du solltest dich vielleicht... Ansgar, ich weiß, dass du wütend auf mich bist. Und das kann ich auch verstehen. Aber ich möchte mich auch bei dir aufrichtig entschuldigen. Dass Hannes durch meine Schuld mit Kokain in Kontakt kam, das war fahrlässig und das tut mir sehr, sehr leid. Ja, ist schon gut. Also sorg einfach dafür, dass es nicht wieder vorkommt, ja? Ansonsten kann ich für nichts garantieren. Es kommt bestimmt nicht wieder vor. Das war so schrecklich. Katastrophal, mega Mörder, peinlich. Jetzt hör doch mal auf, dich verrückt zu machen. Die anderen haben den kleinen Zwischenfall wahrscheinlich schon längst vergessen. Nein, haben sie nicht. Ich habe mich zum Trottel der Nation gemacht und das auf Lebenszeit. Wenn Konstantin mich nicht weggeführt hätte, dann läge ich jetzt wahrscheinlich immer noch auf oder unter dem Kellner, weil ich zu doof zum Laufen bin. Ja, der Retter in der Not. Wenn man Konstantin braucht, ist er für einen da. Ich habe ja auch mal sowas erlebt, als ich noch auf dem Schiff gearbeitet habe. Da hatten wir so eine Karaoke-Show für die Gäste und... Na, während ich mit meinem Kollegen hinter der Bühne über den Chef hergezogen bin, war die ganze Zeit das Mikro an. Haben sich alle weggeschmissen, bis auf meinen Chef. Aber nach ein paar Stunden konnte ich auch drüber lachen, obwohl ich eine Woche Landgangssperre hatte. Mann, das ist doch überhaupt nicht zu vergleichen.
Oder warst du vielleicht in den Kapitän verknallt? Was hältst du davon, wenn wir morgen in die Stadt gehen und dir eigene High Heels kaufen? Und das mit dem Laufen, das kriegen wir dann auch noch. Vergiss es. Nie wieder hohe Schuhe. Es sei denn, du schiebst mich im Rollstuhl durch die Gegend. Mann, du übertreibst. Sowas kann doch jedem mal passieren. Das ist wirklich sehr charmant von dir, Olli, aber du bist ein schlechter Lügner. Wenn irgendwo ein Fettnäpfchen auftaucht, dann nehme ich wahrscheinlich noch Anlauf, bevor ich drin lande. Hi, Olli. Hi. Ist Judith da? Ja, sie ist da. Komm rein. Hi. Hi. Ich bin einmal in meinem Zimmer. Du hast bestimmt einen ganz schönen Hals auf mich, oder? Es tut mir echt leid. Ich war im ersten Moment nur so überrascht. Ich musste einfach lachen. Aber das war überhaupt nicht böse gemeint. So, na dann. Ich wollte dir sogar noch hinterher. Aber da war die Fahrstuhltür schon zu und du weg. Ich wollte dir nicht wehtun, Judith. Ehrlich. Ich könnte mir in den Arsch treten. Meinst du, du kannst mir noch mal verzeihen? Lydia, ich wollte das nur für Matthias abstellen. Mach, was du willst. Ich bin sowieso weg. Hallo, Katja. Hallo, Matthias. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Danke. Ich muss los. Oh, Lydia, warte mal. Ich wollte dir das schon heute Mittag sagen, aber du sollst nicht denken, dass ich mich deinem Vater aufdränge. Das will ich ganz bestimmt nicht. Ich war nur am Bootsteg, weil ich unbedingt diese Mietbürgschaft gebraucht habe. Ich finde es ganz schrecklich, wie du mich ansiehst. Jedes Mal, wenn ich dir zufällig über den Weg laufe. Ich weiß, es ist ganz schlimm, was ich dir angetan habe. Aber ich würde mir so sehr wünschen, dass wir irgendwann mal wieder... Ich muss jetzt wirklich gehen. Ich finde es übrigens toll, wie sehr du dich um Sarah kümmerst. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig das für einen ist, sich wieder einzugewöhnen. Ach, und wenn du einen Tipp brauchst, heiße Schokolade. Als ich mit Sarah zusammen gewohnt habe, hat sie quasi alle Vorräte geplündert. Vielen Dank. Ihr geht's wieder richtig gut, oder? Naja, zumindest hat sie mir auf der Herfahrt erzählt, wie heftig die Zeit in der Entzugsklinik war. Aber sie hat mir eben auch gesagt, dass sie es unbedingt schaffen wollte. Und irgendwie habe ich das Gefühl, sie ist da mit einem ganz neuen Selbstbewusstsein rausgekommen. Ja, den Eindruck hatte ich vorhin auch. Allein sich bei Ansgar zu entschuldigen, kostet schon eine ganze Portion Mut. Sie hat's gepackt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal rückfällig wird. Was ist denn jetzt eigentlich mit euch beiden? Meinst du, ihr bekommt endlich eure Chance? Ja, wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber... Also, wenn es jemand verdient hat, endlich glücklich zu werden, dann ihr. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Mach ich gar nicht mehr dran denken. Sieht nach einem Profi aus, findest du nicht auch? Kommt auf die Waffe an. Das habe ich doch damals genau recherchiert. Also noch mindestens... Die Aprikose ist wie die Sonne, orange-gelb und... Ob ihr es glaubt oder nicht, mit diesen Plastikkörnchen kann man Musik hören. Was du heute für mich getan hast, das war echt so lieb von dir. Ach. Nix ach. Ich war total bescheuert, dass ich mich in einen Holzkopf wie David verknallt habe. Der passt echt null zu mir. Ich war so blind, dass ich gar nicht gemerkt habe, wer wirklich mein Traummann ist. Und?
ist dein Traummann? Du natürlich tot am Kopf. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Mach ich gar nicht mehr dran denken. Sieht nach einem Profi aus, findest du nicht auch? Kommt auf die Waffe an. Das hab ich doch damals genau recherchiert. Das sind noch mindestens 300 Meter, das musst du erst mal treffen, ohne vorbeizuschießen. Naja, zum Beispiel mit dem PSG 1 und der richtigen Munition und dem richtigen Zielfernrohr, da geht das schon. Querlinge? Danke. PSG 1? 208 mm. Lauflänge? Konstantin, ich liebe dich. Familienbande, was die Werbung uns vorgaukelt. Eine Familie sitzt am Frühstückstisch. Die Tochter zieht die Katze am Schwanz. Die Eltern sehen liebevoll darüber hinweg. Der Sohn präsentiert sein Fünferzeugnis. Die Eltern schmieren ihm zum Trost eine Stulle. Mama und Papa strahlen sich glücklich an. Die Welt ist in Ordnung. Und was hat das mit der Realität zu tun? Nichts. Viel lieber möchte man doch manchmal den leckeren Brotaufstrich nehmen und dem anderen ins Gesicht klatschen. Gesichtspflege gratis. Aber nein, undenkbar. Man ist ja schließlich eine Familie. Deshalb, auch wenn man unter dem Tisch gegen das Schienbein getreten wird, immer lächeln, denn Familienbande hält zusammen. Ich weiß genau, was du meinst. Als mein Bruder mir meine Freundin ausgespannt hat, war ich lange im Zwiespalt. Er ist doch schließlich mein Bruder. Von dem kann ich mich doch nicht lossagen. Doch, ich konnte. Und das hat mir verdammt gut getan. Ich habe uns noch einen kleinen Absacker gemacht. Heiße Schokolade? Ja, genau das Richtige, um die Glückshormone anzukurbeln. Aber Vorsicht, der ist wirklich heiß. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, wie stolz ich auf dich bin? Ja, das hast du. Mehrfach sogar. Hör zu, Sarah, ich möchte, dass du weißt, dass es für mich unheimlich schwer war, dich mit der ganzen Sache allein zu lassen. Ich hätte dir gern dabei geholfen. Ja, das weiß ich doch, Leonard. Aber da musste ich wirklich alleine durch, sonst wäre das doch auch gar nicht gegangen. Nein, nein, ich meine im Grunde schon viel früher. Es hätte gar nicht dazu kommen dürfen, dass du so weit abstürzen konntest. Leonard. Sarah, ich werde dich ab jetzt nicht mehr allein lassen. Nie mehr. Weil ich dich immer noch über alles liebe. Darf ich reinkommen? Ja, bitte, komm rein. Ich habe gar nicht mit dir gerechnet. Möchtest du dich setzen? Nee, ich stehe lieber. Wie du möchtest. Schön, dass du hier bist. Vielleicht können wir ja endlich wieder miteinander. Es gibt kein Wir und schon gar kein Miteinander. Ich dachte, deswegen bist du hier. Ich bin hier, weil ich dir offensichtlich noch mal eine ganz klare Ansage machen muss. Ich kann nicht verhindern, dass du dich wieder an Papa ranschmeißt, weil es seine Sache ist, wie er damit umgeht, aber ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ist das jetzt endlich angekommen? Als du uns damals verlassen hast,
hab's nicht kapiert. Ich hab so darunter gelitten, weil ich mir die Schuld dafür gegeben habe. Du konntest doch nichts dafür. Als du dann endlich wieder da warst, ich... Gott, was war ich froh. Meine Mama ist endlich wieder da. Jetzt wird alles gut. Ich hab mich so geirrt. Du weißt selbst, dass unser Verhältnis nicht mehr so eng war wie vorher. Trotzdem habe ich versucht, dir wieder zu vertrauen. Dann steigst du mit meinem Freund ins Bett. Lydia, bitte. Nein. Ich will nichts mehr von dir hören und sehen will ich dich auch nicht mehr. Am besten, du streichst mich komplett aus deinem Gedächtnis. Das kann ich doch nicht. Ich bin deine Mutter. Ich glaube nicht, dass du das jemals warst. Rede doch wenigstens mit mir. Ich dachte, liebst du mich denn gar nicht mehr? Doch, das tue ich. Vielleicht sogar mehr denn je. Aber? Mir wird das gerade einfach alles zu viel. In meiner Therapie, da habe ich versucht zu verarbeiten, was alles in den letzten Monaten passiert ist. Ich habe mich konsequent damit auseinandergesetzt, was wann wie gelaufen ist. Und ich war mir meiner Schuld vollkommen bewusst. Aber das waren die Drogen, Sarah. Das ist für mich keine Entschuldigung. Ich habe die Menschen verletzt, die mir am wichtigsten sind. Das trägt dir doch niemand nach. Alle haben dich mit offenen Armen empfangen. Ja, das hat mich auch sehr berührt. Was ist es denn dann? Einfach alles. Von meiner Entlassung, da habe ich mir vorgestellt, dass ich nach Königsbrunn zurückkomme und noch mal ganz von vorne anfange. Dass ich alles hinter mir lasse. Ich habe kaum diese Halle betreten, da war alles wieder da. All die Erinnerungen. Die Drogen. Gregor. Amelie. Jana. Wir beide. Es ist einfach zu viel passiert. Das kann ich nicht vergessen. Heißt das, du siehst keine gemeinsame Zukunft mehr für uns beide?